Boxer wieder hier und heute wieder ein Happy Wheels. Und ich habe mir mal gedacht, wir sollten mal wieder ein Happy Wheels Let's Play, also beziehungsweise Tutorial rausbringen. Und ja, heute zeige ich euch mal die Steuerung. Und zwar nehme ich jetzt mal hier nicht diesen Kreis. Und ja, Konzertensteuerung. Wenn man jetzt draufklickt und dann X drückt, dreht sich das. Das kann man hier nicht so sehen. Wenn man das X drückt, dann dreht sich das nach rechts. Nach dem Uhrzeigersinn. Wenn man auf Z drückt, dreht sich das gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn man die Pfeiltasten bewegt, dann bewegt sich auch das Objekt. Drückt man Shift, wird die schneller. Das ist auch genauso wie bei den Drehen. Das ist genau wie beim Drehen. Das ist jetzt das mit Shift, also das ist eine 10er Reihe. Das ist jetzt ohne Shift. Die andere Seite. Und ja, bewegen. Gut, ja. Kommen wir zu dem nächsten. Was ihr auch wissen solltet. Und zwar, größer und kleiner machen muss man nicht immer von hier. Sondern kann man ja auch durch die Tasten. Und zwar mit W wird der länger. Mit A wird der kleiner. Mit S wird der dünner. Und mit D wird der länger. Also W dick, S klein, A dünn, nein, A klein, D groß, W dick, S dünn. Das war jetzt hier so schwer. Und ja, man kann auch alles schneller machen, wenn man wieder Shift drückt. Shift ist nur da, damit es schneller wird. Ja, Gott. Und das war es dann schon fast alles. Was kann ich noch zeigen? Zum Beispiel, wie man größer macht. Also bei dem Firefox, also das heißt Mozilla, kann man das mit dem Mausrad hoch runter bewegen. Aber wenn ihr andere habt, Internet Explorer oder Google Chrome, müsst ihr das mit der Verantwortung Symbolen. Ich kann es nicht erklären, aber das ist erstmal dieser Unterstrich rechts neben dem Punkt, wird man jetzt größer. Alles kleiner und rechts neben dem Ü, das mit diesem Punkt, mit diesem Stern und dem Plus wird das kleiner. Gut. Und. Oh shit, Alter. Gut. Und ja, das war eigentlich fast alles. Ich möchte euch hier zeigen, wie ich bei Rectangle Shape, das ist so in einfach Rechteck. Nach daraus muss ich halt ein Rechteck sein. Das heißt, hier habt ihr auch ein Ding, aber könnt ihr es einstellen. Circle Shape ist eine Kugel und Triangle Shape ist eine Triangle, also Dreieck. Erstmal den geilen Zeichen gemacht. Und ja. Gut. Bei dem Politur kann man das gerade mal so. Und dann nehme ich es mal. Warte, ja. Und ich mache es so oder noch länger und so alles. Und viele komische Sachen machen. Und ja, ich war gerade Leute. Und ja, kommen wir zum nächsten und zwar zum Joint Tool. Damit kann man zwei Sachen zusammen machen. Ich führe es mal vor: einmal das ist aufgefixt, und einmal das ist aufgefixt. Und wie unter uns muss auch damit festbleiben. Oh shit. Gut. Und jetzt. Fang an. Oh shit. Egal. Ihr seht. Es war jetzt, als jetzt runtergefallen und zwar. Warte nochmal. Es fällt runter, es bleibt bestehen. Und dafür ist das Joint Tool da. Ich mach da mal so und danach
Es ist zusammen. Es kann jetzt nicht mal rausfliegen. Das ist auch eine coole Sache. Oh mein Gott, ich hab ein scheiß Leben. Oh yeah. Da haben wir mit mal ein paar Sachen zur Schmerz zu finden. So. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Yeah! Und dann wieder Crash. Gut. Und danach kommen wir jetzt zum nächsten. Und zwar ist es Tool Nummer 5. Das war Special Item Tool. Damit können wir uns, passt das zum Beispiel über diese Building Blocks, also IB, Lock und Rail. Hazard sind jetzt diese Arrow Gun, Harpoon, Homing Mine, Landmine, Spike Set und Wrecking Ball. Und danach. Tschüss. Hä, wie wird das denn so cool? So stark! Hier sind die Innovationen. Oh mein Gott! Oha, so ein Gott. Komm mal, ist das nur just davon da? Und kommen wir zu den nächsten Sachen, die es hier gibt. Und zwar Move. Hier gibt es einmal die Kanone in zwei verschiedenen Mustern. Einmal gibt es diesen Muster und einmal gibt es diesen Muster. Hier kann man das einfach einstellen und so alles. Hier gibt es einmal den Boost, wie schnell es wird. Hier gibt es die Länge. Und ja, ich kann es euch mal zeigen. Warte. Tschüss. Danach geben wir mal noch den Fan, der ist schon so weg. Und zwar. Machen wir uns mal weg. Drehen wir es mal zu uns und. Oh shit. Ah, das ist fast die falsche Seite. Gut, und dann. Das schiebt uns weg. Und das machen wir woanders hin. Und. Noch diesen Jet. Damit habe ich auch das letzte Mal das Video gemacht. Jet Vehicle. Das Spring Platform ist genau das da. Das ist nicht das, das andere ist. Und mit Paddle Plattform. Das ist. Zack. Geht es schräg. Gott. Und hier geht's zu dem nächsten und zwar den Charakter. Hier gibt es einmal den Mantle. Es gibt nur den Mantle Layer. Und so ist jetzt die, das erste. Das da. Da. Hier oben kann man den Charaktertyp ändern. Zweiter. Vierter, dritter, sechster, fünfter, siebter, neunter, achter, elfter, zehnter, oh zehnter, zwölfter, dreizehnter. Und 14. Es gibt ungefähr 14 Charaktere. 15. Das sind genau die ich jetzt alle habe. Hier haben wir mal den Timmy, den weiß ich schon jeder wieder heißt, aber der Rest ist mir nicht mehr aus, außer dieser Santa, diesen Elf, Big Mama, und dann ist Big Daddy. Also, ich nenne ihn halt Big Daddy. Und den nenne ich Zombie. Und Gott. Ich weiß, dass er mal da verschwunden und. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar den Buildings. Einmal Building, nein, das sind nur die Häuser, die verschiedenen Häuser. Manchmal gibt es ja die Häuser leer, und damit man auch in den Häusern drauf gehen kann, ist es jetzt ist da. Gut, und kommen wir zum nochmal dann nächsten, und zwar. Oh shit. Ich will bei meinen Sachen bleiben. Gut, gehen wir mal da. Und dann gibt es einmal
Blade Weapons erstmal Typ 1, hier kann ich gerade ändern. Typ 2. Typ 5. 4. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Das sind alle Waffen, die es hier gibt. Guck dich an! Ihr könnt auch die Waffen in den Menschen reintun, also das machen sie festhalten und ja. Jetzt einmal die Food-Items, es gibt auch wieder verschiedene. Einmal die Melone, den Kürbis und die Ananas. Und ja, dann gibt es noch die Kette, Sklavzähne, kann man die Größe einstellen und die Stärke, Meteor. Machen wir dahin. Einmal den Dinner-Table, den Chair. Bordel gibt es wieder auch verschiedene Arten. Ja, alle verschiedene Arten. Oh, Fanta. Einmal den Fernseher. Eine Boombox. Ein Soccerball. Ein Van. Ein Schild. Kann man auch ändern. Gibt es auch sehr viele. Eine Mülltonne, wenn man drauf geht, da kommt Essen raus. Und einmal die Toilette. Und dann gibt es einmal diese Tokens, gibt es auch verschiedene. Einmal 2, 3. Die sind nicht alle anders, das sind einfach nur alle gleich, nur sehen anders aus. Und 6. Hippie, Digga. Und ja, und hier ist die Finish-Line, wenn man drauf geht, hat man gewonnen. Also vorführen. Nehmen wir mal den. Und. Okay. Und danach gibt's noch, das ist der ABC, also hier kann man einfach einmal reinschreiben, dann kann man die Farbe des machen, also wie, welche Farbe es hat. Dann kann man einfach irgendwas reinschreiben. Und dann habe ich jetzt mal Tutorial hin. Gut. Bauen wir mal Ding. Und zwar in Blau. Wir können allen Farben machen. Zum Sehbaren, die Schrift, die Front, also die Länge und alles, die Front Size, die Größe, Alignment, kann was es war, Crop Items, denke ich auch nicht, was das ist, und ja. Und beim letzten weiß ich eigentlich auch nicht, was genau was es ist. Außer das da, ich mache jetzt mal einmal das da. So. Halt die Fresse. Okay, und ja. Damit möchte ich mich verabschieden zu unserem Tutorial über schöne, schöne Happy Wheels. Hoffe, es hat euch gefallen. Guckt weiter zu, guckt unsere Let's Play an, guckt auch die von anderen und so weiter. Jetzt noch alle Sachen, die es so geht, die man machen kann. Und es gibt bald, ich mache jetzt gleich das dritte Happy Wheels Let's Play. Hoffentlich gefällt euch das. Abonniert uns, lasst einen Kommentar, wie es ist, und schickt uns mal auch eure eigenen Namen und den Level nach. Können wir es auch mal angucken und vielleicht machen wir eine Special-Folge, wo ich eure Levels vorführe. Aber dafür müsst ihr die Levels hinschreiben. Hoffe, ihr macht es und danach könnt ihr euch mal selbst bei Boxflash sehen. Und damit sage ich Tschüss. Hoffentlich hat auch das Intro euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen zu Boxflash, und ich bin euer Ümit und wir sehen uns beim nächsten Happy World.